Ein Gesicht erstarrt vor langer Zeit. Eine perfekt erhaltene Hand. Ein zerschmetterter Kopf. Mit überraschender Frisur. In ganz Europa werden menschliche Überreste wie diese in Torfmooren gefunden. Sie sind mehr als 2000 Jahre alt. Und sie teilen ein grausames Geheimnis. Diese Menschen wurden ermordet. Archäologen wollen nun wissen, wer sie umgebracht hat. Wir wissen nicht, was wir finden. Das Abenteuer fängt gerade an. Die Leichen werden forensisch untersucht und die Fälle mittels neuester Technologie neu aufgerollt. Oh mein Gott. Großartig. Diese internationale Mordermittlung soll aufdecken, wer die Leichen im Moor auf dem Gewissen hat. Das Moor bei Moydrum in Irland, 64 Kilometer westlich von Dublin. Jahrhundertelang wird hier Torf gestochen und als Brennstoff und Dünger genutzt. Larry Wheeligan arbeitet seit 28 Jahren in diesem Moor. Das kann gelegentlich langweilig werden. Doch letzten Winter gab es einen erstaunlichen Vorfall. Gleich sind wir da, noch 50 Meter. Hier. Mitten im Moor macht Larry eine gruselige Entdeckung. Hier habe ich ihn gefunden. Genau in der Mitte des Feldes. Das sah aus wie ein sehr alter, brauner Ledermantel, extrem abgenutzt, aber sehr weich. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, um zu begreifen, was da gerade vor sich geht. Aber als ich etwas Torf entfernt hatte und die geschlossene Faust und ein Stück des Armes sah, habe ich Tommy gerufen. Uns war sofort klar, das ist eine Moorleiche. Larry findet einen kopflosen menschlichen Torso, der im Moor braun geworden ist. Das ist einer der letzten Funde. In ganz Nordeuropa gibt es hunderte ganz ähnlicher Art. Seltsam gut erhaltene menschliche Überreste, mehr als 2000 Jahre alt. Sie wurden durch Sauerstoffabschluss und die sauren Bedingungen im Moor konserviert. Sonst wäre von einer 2000 Jahre alten Leiche nur noch ein Skelett übrig. Aber hier haben sich alle Weichgewebe erhalten. Augen, Augenlider, Bart, Haare, Fingernägel, Haut und sogar die Innereien. Tief im kalten, luftfreien Moor sind die Leichen auch vor fleischfressenden Organismen geschützt. Huminsäure lässt die Haut braun und lederartig werden. Bei den Moorleichen haben wir tatsächlich unsere Vorfahren vor Augen. Unglaublich. Moorleichen wirken wie Wunder der Natur. Doch diese Menschen sind nicht zufällig ins Moor gefallen. Die Archäologin Melanie Gills hat sich auf die Erforschung derartiger Funde spezialisiert. Die meisten von ihr untersuchten alten Moorleichen haben eines gemeinsam. Die Menschen wurden ermordet. Viele weisen Schädelbrüche auf und wurden wohl erschlagen. Ein Würgeisen oder eine Schlinge um den Hals deuten auf Erhängen oder Ersticken. Manchen wurde die Kehle durchgeschnitten. Heute würde man bei der Anwendung derartiger Gewalt von einem Serienmörder ausgehen. Es gibt hier ein Muster. Melanie Gills will herausfinden, wer oder was für die brutalen Morde vor 2000 Jahren verantwortlich ist. Ich will wissen, warum man gewaltsam einen anderen Menschen tötet und ins Moor wirft. Manchester Museum.
Hier wird eine besonders faszinierende Moorleiche aus England aufbewahrt. Heute verlässt sie das Magazin, damit Melanie einen Blick darauf werfen kann. Das ist Worsley Man. Der Schädel wirkt wie der eines normalen Skeletts. Aber im Moor hat sich auch dieser Fleischklumpen erhalten. Das ist der Hals. Die Überreste wurden in den 1950er Jahren bei Manchester gefunden und sind fast 2000 Jahre alt. Melanie hofft, dass zwei Gerichtsmediziner mit modernen Analyseverfahren erklären können, wie Worsley Man ums Leben kam. Der Schädel ist ziemlich klein und auch der Körperbau deutet nicht auf eine Person, die man mit einem starken Krieger in Verbindung bringen würde. War das ein Teenager? Kann man das irgendwie... Alle Schädelnähte sind verknöchert. Also eher in den 20ern als ein Jugendlicher? Vermutlich noch älter. Worsley Man ist schlank, Mitte 30 und lebt um 100 nach Christus bei Manchester. Seinen Knochen zufolge ist er vollkommen gesund. Doch dann wird er Opfer eines grausamen Geschehens. Dieser Riss ist sehr verdächtig. Das sieht aus, als hätte man ihm mit einer scharfen Waffe auf den Kopf geschlagen, wobei der Schädel strahlenförmig gerissen ist. Die andere Verletzung ist diese kleine Kerbe hier. Habe ich gesehen. Ist die von einer Klinge? Schwer zu sagen, aber wohl von einer scharfen Waffe. Der Schlag kam von unterhalb des Kiefers, oder? Er wurde also aus verschiedenen Richtungen geschlagen. Worsley Man scheint blindwütig angegriffen worden zu sein. War es nur ein bloßer Mord? Um den Hals trägt er ein seltsames dünnes Seil. Wollte man ihn damit strangulieren? Man hat dieses dünne Seil im oberen Teil der Wirbelsäule angebracht, wie zum Abbinden. Als ob ihm das um den Hals gelegt wurde, damit man es zuziehen kann. Worsley Man hat eine Verletzung am Hals, die erklären könnte, warum der Rest des Körpers fehlt. Sehr interessant. Es gibt mehrere Brüche, hier auch. Da hängt ein kleines Stück. Hier wurde es geknickt und ist abgebrochen. Er ist enthauptet worden. Die hatten schweres Gerät, kein kleines Messer. Diese Tötung im Moor ist kein Einzelfall. Seit der Entdeckung von Worsley Man wurden drei weitere Moorleichen in England entdeckt. Alle in der Nähe von Manchester, in Lindow Moss. Lindow Man wird besonders intensiv untersucht. Lindow Man und Worsley Man stammen aus derselben Gegend bei Manchester. Beide haben schreckliche Kopfverletzungen und tragen eine Art Seil um den Hals. Bei Lindow Man ist es eine eng geknotete Abbindschnur und beim Worsley Man ebenfalls eine Art Schnur. Also hat man beide vermutlich stranguliert. Der Tod dieser Männer weist verdächtige Ähnlichkeiten auf. Beide wurden ungefähr zur selben Zeit getötet. Vielleicht kannten sie sich sogar. Für eine klare Aussage sind die Daten zu ungenau, aber es gibt ein Muster. Melanie will dieses Muster entschlüsseln. Warum die ähnlichen Verletzungen? Wer waren die Mörder und warum haben sie getötet? Sie hofft, die gut erhaltenen Moorleichen werden die Antworten selbst liefern. So nah bei einer Leiche, die einem die Hand reicht. Ein besonderer Moment. Britannien vor fast 2000 Jahren. 1 Million Menschen leben in kleinen bäuerlichen Gemeinden.
Trotz fortschrittlicher Werkzeuge sind sie abhängig von der Umgebung, da sie vom Ertrag des Landes leben. Die Lebensumstände in der Eisenzeit waren alles andere als günstig. Harsches Klima, kurze Vegetationszeiten und kurze Ernteperioden. Es drohten alle möglichen Gefahren. Manche konnte man kontrollieren, anderen war man ausgeliefert. Darüber bestimmten die Götter oder Geister, an die man glaubte. In dieser Zeit lebt der sogenannte Worsley Man. Dieser Erwachsene ist eher alt als jung, wohl um die 30. Er hat schon viele Sommer und Winter erlebt. Vielleicht war er Vater und ein respektiertes Mitglied seiner Gemeinde. Doch dann findet sein Leben ein jähes Ende. Er wird erschlagen, enthauptet und sein Kopf wird in ein Moor in der Nähe des heutigen Manchester geworfen. Melanie Giles jagt seine Mörder. Sie hofft, mit einer speziellen Untersuchung im Inneren des Kopfes wertvolle Indizien zu finden. Einen so gut erhaltenen Kopf kann man nicht einfach präparieren und sezieren wie sonst in der Pathologie. Auf manches muss man verzichten. Wir können nicht die Haut abziehen, um das Innere zu sehen. Dazu brauchen wir einen CT-Scan. Das uralte Mordopfer wird vom Manchester Museum ins 3D-Röntgenlabor der Manchester University gebracht, einem der weltweit führenden 3D-Imaging-Labs. Hier wird Worsley Man in einen hochmodernen Scanner gelegt. Dank seiner Größe und der Art des Detektors liefert dieses Gerät die höchste Auflösung. Man kann damit die Eigenheiten oder Schäden im Inneren eines Körpers betrachten. Das ist eine zerstörungsfreie Untersuchung. Dieser Scanner macht tausende Röntgenbilder und berechnet damit ein hochdetailliertes 3D-Modell. Brian Sitch, der Kurator von Worsley Man, hofft, jetzt mehr über den brutalen Angriff zu erfahren. Es gibt viele Hinweise, dass diese Person schwere Verletzungen erlitten hat. Jede einzelne wäre wohl schon tödlich gewesen. Aber warum dieses Ausmaß an Gewalt? Vielleicht gab es mehrere Mörder. Das Muster der Verletzungen gibt vielleicht Aufschluss, ob an diesem Gewaltakt mehrere beteiligt waren. Vielleicht hat ihn ja die gesamte Gemeinde hingerichtet. Aber wie ist sie dabei vorgegangen? Zur Beantwortung dieser Fragen muss aus den Bildern ein Computermodell erstellt werden. Das dauert Tage. Morde im Moor gibt es nicht nur im England der Eisenzeit. Im letzten Jahrzehnt wurden auch in Irland drei Moorleichen aus der Eisenzeit entdeckt. Heute werden sie im Nationalmuseum in Dublin aufbewahrt. Melanie Giles ist hier, um sie genauer zu betrachten. Sie will wissen, ob das Muster der Gewalt dem der Moorleichen in England entspricht. Ihr Ansprechpartner ist Ned Kelly. In Irland der führende Experte zum Thema Moorleichen. Das ist Cloney Cavanman, ein weiteres Mordopfer. Das ist Cloney Cavanman. Beim ersten Schlag direkt ins Gesicht wurde seine Nase gebrochen und zur Seite gedrückt. Das sieht man heute noch. Wurde er dabei bewusstlos? Er ist wohl direkt zu Boden gegangen und war bestimmt auch bewusstlos.
Dann hat man ihm mehrmals mit einer Axt auf den Hinterkopf und auch von oben auf den Kopf geschlagen, sodass er aufgesplittert ist und die Hirnmasse freilag. So viel Gewalt ist doch gar nicht nötig, wenn man jemanden umbringen will. Genau wie bei Worsley Man. Reinster Overkill. Wie bei den englischen Opfern konzentriert sich alles auf den Kopf. Und der Tatort ist identisch. Ein Moor. Es gibt jedoch einen Unterschied. Clooney Kevin Man hat noch Haare. Er hat eine ungewöhnliche Frisur. Die Stirn ist rasiert, aber das restliche Haar ist auf dem Kopf nach oben toupiert. Es wird durch ein Gel aus dem Harz von Pinien gehalten, die in den Pyrenäen heimisch sind. Good Lord. Er selbst oder jemand, der ihn auf die Tötung vorbereitet hat, hatte Zugang zu teuren Waren aus dem Ausland. Das ist teures Haarwachs. Er hatte auch einen Schnurrbart und einen Spitzbart und sah wohl aus wie ein kleiner Dandy. Das Opfer soll besonders gut aussehen, bevor es hingerichtet wird. Bei irischen Moorleichen ein gängiges Muster. Das ist Old Croggan Man. So wie er die Hand hält, möchte man sie am liebsten ergreifen, als ob er sie einem entgegenreicht. Ein ganz besonderer Moment. Dieses Mordopfer war einst 1,95 Meter groß. Ein Riese aus der Eisenzeit. Besonders wichtig war ihm die Nagelpflege. Die Nägel sind sehr sorgfältig manikürt, überhaupt nicht lang und rau, wie man erwarten würde. Kurz vor dem Tod wurden sie noch gekürzt. Soweit wir wissen, trug er keine Kleidung, dafür am linken Oberarm aber ein kleines Armband. Auch das ein Hinweis, dass er auf die Tötung vorbereitet wurde. Welch ungewöhnliche Mordopfer. Erst frisiert und manikürt man sie. Dann reißt man ihnen die Kleider vom Leib und bringt sie um. Warum nur all der Aufwand? Vielleicht liefert eine der zuletzt gefundenen Moorleichen die Antwort. Die Moorleiche von Moydrum wird im Dezember 2012 in Mittelirland entdeckt. Sie befindet sich jetzt im Konservierungszentrum des Irischen Nationalmuseums. Wir versuchen, den Torf möglichst feucht zu halten und die Bedingungen zu schaffen, unter denen sich die Leiche im Moor erhalten hat. Rolly Reed bereitet die Leiche auf eine Postmortem-Untersuchung vor. Im aktuellen Stadium der Untersuchung wissen wir gar nichts. Wir kennen weder das Datum noch die kulturellen Umstände. Wir wissen nicht, was wir finden werden. Das ist der Beginn eines Abenteuers, hoffe ich wenigstens. Diese Lücken zu füllen, ist jetzt Aufgabe der irischen Pathologin Mary Cassidy. Als Gerichtsmedizinerin habe ich ständig mit ungewöhnlichen Todesfällen zu tun. Gewalteinwirkung und der Verdacht auf Mord gehören häufig dazu. Mary Cassidy untersucht meist zeitgenössische Opfer. Doch heute geht es um eine uralte Leiche, die in eine Torfstechmaschine geraten ist. Sie hofft, Hinweise auf die Todesursache zu finden und will wissen, ob auch dieser Mensch auf die Tötung vorbereitet wurde. Ich glaube, das ist hier hochgefaltet. So wirkt er noch kleiner. Ist das der Daumen? Sieht aus wie ein verdrehter Daumen, ja. Jetzt wirkt er eher wie ein Erwachsener.
Definitiv ein Erwachsener. Das ist der Rumpf allerdings. Kurz. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass der Körper gefaltet ist. Auseinandergefaltet sieht man den Zusammenhang. Indizien, dass Moldrum Man ebenfalls auf die Tötung vorbereitet wurde, sind jedoch nicht so leicht zu finden. Aus früheren Untersuchungen von Moorleichen weiß ich, dass Gewalteinwirkung oft an bestimmten Stellen zu erkennen ist, wie am Hals, an den Armen oder am Rumpf. Hier vor allem in Form von Stichwunden oder Schnitten. Bei dieser Leiche ist das aber schwer zu sagen, weil sie mehrfach gefaltet ist und keine größeren Hautflächen untersucht werden können. Nichts, das sofort ins Auge springt? Der Körper ist zu stark beschädigt. Dazu kann ich im Moment nicht viel sagen. Röntgenaufnahmen, CT-Scans und Radiokarbondatierung sollen Aufschluss über die Leiche aus Moldrum geben. Aber es gibt noch eine Beweisquelle. Den Tatort. Im Moor von Moldrum macht sich ein Forscherteam an die Arbeit. Geleitet wird es von der Archäologin Nora Birmingham. Bisher haben wir hier keine weiteren Leichenteile gefunden. Wahrscheinlich wurde die Leiche vom ursprünglichen Ort entfernt. Und das Moor ist ja auch sehr groß. Nora durchkämmt das Moor nach Indizien. Keine einfache Aufgabe. Das ist eine künstliche, ebene, trockengelegte Landschaft und alles ist braun. Man muss vor allem zwischen Brauntönen unterscheiden. Dennoch macht das Team eine faszinierende Entdeckung. Melanie Giles ist hier, um zu erfahren, was das Moor über die seltsamen Morde zutage gefördert hat. Hi Nora, wie geht's? Was habt ihr gefunden? Das ist ein Eichenbrett. Es gehört zu einem etwa 300 Meter langen Bohlenweg ins Moor hinein, der hauptsächlich aus Eichenholz bestand. Der Baum muss sehr aufwendig gewesen sein und es wurde nur bestes Holz verwendet. Kein Zweifel, dieser Weg führte absichtlich ins Moor. Und er sollte lange halten. Vor Tausenden von Jahren investieren Menschen enorme Ressourcen, um einen Weg ins Moor hineinzubauen. Ähnliche Bohlenwege werden auch in Sumpfgebieten in England und Irland gefunden. Hier stoßen Archäologen auf kostbare Objekte und Nahrungsmittel wie Moorbutter. Das ist normale Butter, die sich im Moor erhalten hat und bis zu 3000 Jahre alt sein kann. Moorbutter findet man in den irischen Midlands häufiger. Vielleicht haben sie sie da vergessen oder verloren und konnten nicht mehr zurück ins Moor. Oder sie haben sie aus irgendeinem Grund bewusst dort zurückgelassen. Archäologen halten viele dieser Objekte für religiöse Opfergaben, die ins Moor geworfen wurden. Über den Glauben der Menschheit in der Eisenzeit ist einiges bekannt. Bemerkenswert sind vor allem die oft kostbaren Geschenke wie Schwerter, Schilde und Kessel, aber auch Moorbutter und Korn. Die Gaben wurden in Sümpfen, an Quellen, in Flüssen und Torfmooren dargebracht, weil diese Bereiche als Übergangszone in die andere Welt galten, als Schnittstelle zwischen der Welt der Menschen und der der Geister. Für unsere Ahnen haben Sümpfe eine zutiefst religiöse Bedeutung. Man begibt sich an diese Orte auf Bohlenwegen und hinterlässt dort heilige Gaben. Verschiedene archäologische Funde in den Mooren deuten darauf hin, dass sie den Göttern hier Gaben dargebracht haben. An diesem Ort traten sie mit Ahnen und Geistern in Verbindung und sandten ihnen Geschenke ins Jenseits. Sind die im Moor gefundenen Leichen vielleicht die höchsten Opfergaben überhaupt? In einem Ritual vorbereitet und dann als Geschenk an die Götter getötet?
Melanie hofft, dass der umfassendste CT-Scan, der je von einer Moorleiche gemacht wurde, die Antworten liefert. Oh mein Gott. In ganz Nordeuropa wurden Leichen in Torfmooren gefunden. Die meisten sind mehr als 2000 Jahre alt. Melanie Giles will herausfinden, ob die Menschen in einem religiösen Ritual geopfert wurden. Dazu begibt sie sich an einen speziellen Ort. Moore gibt es zwar überall in Nordeuropa, aber in Dänemark wurden Leichen mit ganzem Körper gefunden. Vielleicht geben sie mehr Aufschluss darüber, warum sie im Moor ein derart gewaltsames Ende fanden. Die meisten Moorleichen Dänemarks werden in den 1950ern entdeckt, als der Torf noch in Handarbeit gestochen wird. Jene aus dem Jahr 1952 wird zum Gesicht der Eisenzeit. Der Tollundman. Das dänische Silkeborg-Museum bewahrt ihn seit seiner Entdeckung auf. Verantwortlich ist hier Ole Nielsen. Für mich ist er wie ein Freund. Ich habe ihn gern und empfinde jede Menge Respekt. Wenn ich komme, begrüße ich ihn, denn er ist ja ein Mensch, kein bloßes Objekt. Ich wünschte, er würde nur 5 Minuten aufwachen. Dann könnte ich ihn fragen, wie er heißt und was passiert ist. Obwohl Tollundman weiterhin schweigt, hofft Melanie, seine Geschichte am Körper ablesen zu können. Ich fühle mich geehrt, hier zu sein. Im Angesicht eines prähistorischen Mannes? Allein die kurzen Stoppeln im Gesicht. Er muss sich tags zuvor noch rasiert haben. Ja, das hat er wohl. Sein Gesicht wirkt friedlich, fast gelassen. Ein großer Kontrast zur Schlinge, die ihm um den Hals liegt. Als er gefunden wurde, war sie extrem eng gezogen und lag auf viel höher. Es gibt keinen Zweifel an seinem Schicksal. Er wurde erhängt. Tollundman ist wie andere Moorleichen gewaltsam getötet worden. Aber wie erklärt sich der friedliche Gesichtsausdruck? Er wirkt so friedlich, weil man ihm bei der Beerdigung wohl Augen und Mund geschlossen und ihn in diese Schlafhaltung gelegt hat. Nachdem er gehängt worden war, sah er bestimmt nicht so aus. All die Vorbereitungen, die Rasur und Pflege deuten an, dass sie gut mit ihm umgegangen sind. Vielleicht war er ein heiliger Mann, der mit den Göttern sprechen konnte. In schwierigen Zeiten wäre er der Einzige, der zu ihnen reisen und sie besänftigen könnte. Vielleicht wurde er deshalb geopfert. Ole Nielsen hält seine Tötung für eine heilige Handlung. Ich glaube nicht, dass er bestraft wurde. Vermutlich war er eine Opfergabe an einen Gott oder eine Göttin. Eine überraschende Deutung. Tollundman und die anderen Leichen sind keine Opfer, sondern Boten, die in die andere Welt reisen. Männer, die ihren Tod bewusst und vielleicht sogar freiwillig in Kauf genommen haben. Sie haben einen gewaltsamen, schrecklichen Tod erlitten. Aber durch Tollundman wissen wir, dass der umsichtig herbeigeführt wurde. Er selbst scheint gewusst zu haben, dass er sterben wird, denn er wurde vorbereitet. Das kann auch auf die anderen Moorleichen zutreffen. Es geht nicht einfach nur um das brutale Opfer eines Mitglieds der Gemeinschaft, sondern um eine besondere Person, die für dieses möglicherweise ehrenvolle Ritual auserwählt wurde. Sind die Opfer verehrte Boten, die zu den Göttern reisen? Das würde erklären, warum sie vor dem Tod noch besonders gepflegt werden. Aber warum muss überhaupt ein Bote entsendet werden? Einen Hinweis liefert die letzte Mahlzeit.
In den Mägen mehrerer Moorleichen werden Essensreste gefunden. Die letzte Mahlzeit der dänischen Moorleiche Grauballemähn wird besonders genau untersucht. Heutzutage kann exakt rekonstruiert werden, was Grauballemähn gegessen hat, bevor er getötet wurde. Die Analyse der pflanzlichen Überreste deutet auf eine Suppe als letzte Mahlzeit. Wir versuchen, diese Suppe jetzt mit den gefundenen Inhaltsstoffen zu rekonstruieren. Sabine Karg hat das weltweit erste archäologische Kochbuch verfasst. Sie kann anhand der Inhalte von 2000 Jahre alten Gedärmen ganze Mahlzeiten rekonstruieren. Ich erwärme etwas Wasser und gebe grob gemahlenes Getreide hinein. Der Rest kann weg. Der Magen von Grauballemähn enthielt jede Menge Abfall. Das sind die letzten Pflanzen, die am Ende des Winters zu finden sind. Auch andere Inhaltsstoffe haben uns überrascht. Kohle und fast ein ganzer Löffel Sand. Sand und Kohle lassen darauf schließen, dass er etwas vom Boden gekratzt hat. Die Menschen versuchten damals, alles Essbare zusammenzukratzen, weil es vor allem im Winter nicht genug davon gab. Die Suppe kann auf zweierlei Weise gedeutet werden. Entweder sie gehört zu einem Ritual oder es ist ein Hungermahl. Die letzten Mahlzeiten anderer Moorleichen deuten ebenfalls auf karge Nahrung im Winter. Diese Menschen werden in schwersten Zeiten getötet, wenn das Volk dringend die Hilfe der Götter benötigt. Die Menschen der Eisenzeit waren immer wieder mit Krisen konfrontiert und mussten außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen. Vielleicht gab es eine Hungersnot mit ersten Toten. Was ist ein Toter im Vergleich zu einer ganzen Generation an Kindern, die durch Krankheit, Hunger oder Dürrezeiten sterben? Ein Menschenopfer zieht man wohl nur in einer besonders schweren Krise in Betracht. Menschenopfer sind eher selten und kommen in einer Gemeinschaft vielleicht alle 20 oder 30 Jahre vor. Eine derartige Maßnahme wird als Reaktion ergriffen, nicht weil es salopp gesagt Zeit ist für das nächste Opfer. Melanie findet Hinweise von Irland bis Dänemark, dass unsere Vorfahren in Krisenzeiten rituelle Menschenopfer praktiziert haben. In Manchester wartet sie jetzt auf die Ergebnisse des bahnbrechenden CT-Scans von Worsley Man. Ich bin aufgeregt, weil hier der umfassendste CT-Scan einer Moorleiche durchgeführt wurde. Wie die Ergebnisse ausfallen werden, weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt und neugierig, in seinen Kopf zu schauen. Brian Sitch, Kurator am Manchester Museum, hat die Computermodelle von Worsley Man analysiert. Er glaubt, dass sie sensationelle Erkenntnisse liefern und etwas enthalten, das bei keiner Moorleiche bisher gefunden wurde. Dieses wird Ihnen besonders gefallen. Können wir mal das Bild der Moorleiche sehen? Wir haben am Halsansatz tief im Weichgewebe etwas gefunden, das aussieht wie eine Knochenspitze. Oh mein Gott. Ist das die Spitze einer Waffe? Brian hält dieses kleine Objekt im Hals für eine Speerspitze. So etwas wurde bisher bei keiner Moorleiche gefunden. Als ob man einen Geist anschaut. Monatelang haben wir Weichgewebe, aber nie das Innere betrachtet. Niemand hat mit einer Knochenspitze gerechnet. Diese Speerspitze belegt ein brutales Vorgehen.
Wir vermuten, dass er erstochen wurde. Dabei ist die Knochenspitze abgebrochen und innen stecken geblieben. Aus welchem Winkel wurde zugestochen? Von hinten rechts, außerhalb seines Sichtfeldes, von ungefähr hier. Das wäre im Stehen aber schwierig gewesen. Glauben Sie, dass er gekniet hat? Durchaus denkbar. Der Angriff könnte auch die Kerbe im Kiefer erklären. Sie zeugt von weiterer Gewalt. Gewalt mit einer besonderen Bedeutung. Das war nicht irgendein Speer, sondern eine ungewöhnlich dünne Waffe. Die Spitze ähnelt der von Speeren, die in eisenzeitlichen Gräbern in Yorkshire gefunden wurden. Sie dienten weder der Kriegsführung noch der Jagd, sondern gehörten eher in den Rahmen einer Bestattung. Eine zeremonielle Waffe? Ein zeremonielles Objekt. Die Spitze eines zeremoniellen Speers im Kopf. Beweis für ein altes, gewaltsames Todesritual, offenbart von der Technologie des 21. Jahrhunderts. Hier tritt etwas zutage, das fast 2000 Jahre lang verborgen war. Dieses Objekt auf dem Computerbildschirm zu sehen, ist nicht weniger spannend, als es mit der Kelle in der Erde auszugraben. Eine moderne, bahnbrechende Entdeckungsmethode. Sehr aufregend. Das ist der erste konkrete Hinweis auf eine zeremonielle Tötung. Diese Entdeckung ist nicht nur für Melanie und das Team eine Sensation, sondern für alle Archäologen. Unglaublich. So etwas hat niemand von uns bisher gesehen. Wirkeisen, Seile und Stabwunden findet man immer wieder. Aber die eigentliche Waffe fehlte. Damit können all die offenen Fragen über die Art der Tötung geklärt werden. Welche Waffen waren im Spiel? Dieses kleine Teil liefert die Antwort. Ein zeremonieller, speziell angefertigter Speer, der vielleicht von einem Priester angesetzt wurde. Diesmal haben wir die Waffe selbst. Mit der Speerspitze erscheint der Tod von Worsley Mann in ganz neuem Licht. Melanie glaubt, die Art und Weise und den Grund seiner Tötung rekonstruieren zu können, obwohl sie vor fast 2000 Jahren stattgefunden hat. Im Verlauf der Jahrhunderte sind beim Torfstechen in ganz Europa hunderte Moorleichen zutage getreten. Irland gehört heute zu den wenigen Ländern, in denen noch Torf abgebaut wird. Genau hier wird Moidrum Man gefunden. Diese Leiche ist in eine Torfstechmaschine geraten und liefert bisher nur wenige Hinweise. Weder Röntgenaufnahmen noch CT-Scans geben Aufschluss über Todesursache oder auch nur das Geschlecht. Doch im irischen Nationalmuseum gehen bei Ned Kelly gerade wichtige Neuigkeiten ein. Die Ergebnisse der Radiokarbon-Datierung von Moidrum Man. Er stammt aus dem Zeitraum zwischen 750 und 681 vor Christus und ist damit etwa 2500 Jahre alt. Moidrum Man lebte in der Spätbronzezeit. Aber es gibt eine in Irland gefundene Leiche, die noch älter ist. Fast 4000 Jahre. Die anderen sind weniger als 2000 Jahre alt. Früher glaubte man, das Moorleichenphänomen in Irland sei an einen bestimmten Zeitraum gebunden. Doch dieses Exemplar spricht dagegen. Jetzt haben wir Moorleichen aus der frühen, mittleren und späten Bronzezeit. Sowie aus der frühen Eisenzeit. Hervorragend. Die Funde in Irland zeigen, dass rituelle Menschenopfer seit Jahrtausenden in der Kultur unserer Vorfahren praktiziert wurden.
Die Existenz der Menschen stand damals ständig auf dem Spiel. Hunger oder schlechte Ernten gefährdeten die gesamte Gemeinschaft. Ihrem Glauben nach unternahmen sie mit einem Menschenopfer den letzten verzweifelten Versuch, bedrohliche Entwicklungen abzuwenden. Vor 2000 Jahren sieht sich die Gemeinde bei Worsley Moss zu einem derartigen Opfer gezwungen. Sie wählt einen gesunden, erwachsenen Mann aus ihren Reihen aus. Er besaß einen ausgesprochen hohen wirtschaftlichen Wert für die Gemeinde. Und seine Opferung riss sicher ein Loch in das Gefüge. Aber genau dieser Aspekt hat ihn in den Augen der Menschen wohl so wertvoll gemacht. Melanie Giles glaubt, er könnte sich auch freiwillig als Opfer angeboten haben. Uns erscheint es heute nahezu unmöglich, dass sich jemand freiwillig bereit erklärt, auf die Reise ins Jenseits zu gehen, um mit den Göttern zu sprechen. Aber damals sah man im Tod nicht das Ende der eigenen Existenz. Man nahm diese grausame Prüfung auf sich, um den Göttern zu beweisen, dass man bereit ist, ihnen das höchste Opfer zu erbringen, nämlich das eigene Leben hinzugeben. Melanie hat die Todesumstände von Moorleichen in ganz Europa untersucht und will jetzt mit Hilfe modernster Wissenschaften die Todesursache von Worsley Man rekonstruieren. Es ist Winter, die Lebensmittel werden knapp und die Menschen hungern. Solch düstere Zeiten erfordern eine besondere Opfergabe. Einer wird auserwählt. Er ist wohl Mitte 30 und hat schon viele Sommer und Winter erlebt. Vielleicht war er Vater und ein respektiertes Mitglied seiner Gemeinde. Er hat die Gabe, mit den Göttern zu sprechen und wird deshalb auserwählt. Er wird rasiert und erhält eine besondere Mahlzeit. Am Tag der Opferung wird er im Kreis der Gemeinde verabschiedet und dann von einer kleineren Gruppe zum Sumpf geführt, wo der eigentliche Akt vollzogen wird. Sie haben wohl mehrere Eisenwaffen dabei. Am Rand des Sumpfes wird er in einer Zeremonie entkleidet. Dann folgt ein Schlag auf den Kopf. Einer schlägt von rechts zu und trifft ihn hinter dem Ohr. Ein zweiter sticht ihm von der anderen Seite mit einem Speer in den Hals. Dabei bricht sein Unterkiefer und die Knochenspitze des Speeres bleibt im Nacken stecken. Einer reißt mit dem Würgeisen den Kopf zurück. Und er wird enthauptet. Zwei heftige Schläge. Aber offenbar reicht das nicht, denn der Kopf wird ihm auch noch abgerissen. Sie trennen den Kopf vom Körper und versenken ihn im Sumpf, sodass er nicht mehr zu sehen ist. Nur so kann er das Portal in die andere Welt durchschreiten und dort mit den Göttern sprechen. Soweit wir wissen, wurde in Worsley Moss nur der Kopf gefunden. Mit diesem höchsten Opfer verband das Volk wohl Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Worsley Man ist kein Mordopfer. Er wird als Geschenk an die Götter bewusst und vielleicht sogar aus freiem Willen getötet. Einer von Hunderten unserer Vorfahren, die im Sumpf geopfert wurden.